Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Heute habe ich endlich mal wieder ein Bastelvideo für euch. Und zwar diese schönen männlichen Karten. Ich habe da jetzt mal verschiedene Varianten schon mal ausprobiert. Hier einmal mit so einem blauen Globusständer und jeweils innen mit einem weißen Farbkarton, dass man es eben schön beschriften kann. Dann habe ich es einmal hier mit dem grünen Globus. Hier habe ich auch die Eckakzente verwendet. Und bei den anderen Varianten habe ich ja immer hier so einen Schiebeakzent mit in das Band eingesponnen. Das passt ja immer genau in dieses Band rein, sodass man da wie so eine Gürtelschlaufe das so einfädeln kann. Genau. Jeweils innen sehen sie gleich aus. Und dann habe ich es hier noch mit dem anderen Designerpapier ausprobiert. Also das Designerpapier ist alles aus dem Designerpapier Welt der Abenteuer. Und so sieht es dann eben in dieser Variante aus. Hier habe ich jetzt das In-Color-Band in Zimtbraun verwendet. Und ansonsten eben dieses Wildlederband. Alle diese Materialien, also bis auf dieses zimtbraune Band, findet ihr auch in meinem Produktpäckchen Welt der Abenteuer. So dass ihr mit dem Produktpäckchen das ja schon quasi fast nacharbeiten könntet. Natürlich braucht ihr noch die Stanzformen. Die Handstanze für die Etiketten, aber sonst Papier, die Eck- und Schiebeakzente, das Messingpapier, die Messingfolie, das Band, die Akzente, das wäre eben alles schon im, und auch die Farbkartons in den verschiedenen Farben, das Designerpapier, das wäre alles in meinem Produktpäckchen, das ihr bei mir beziehen könnt, schon drin. So, dann möchte ich euch zeigen, wie ich die gemacht habe. Ich lege die jetzt mal beiseite. Wir werden jetzt zusammen nochmal die Variante basteln. Und zwar brauche ich als Grundkarte einmal ein halbes DIN A4 Blatt. Das sind dann 14,8 x 21 cm, in der Mitte bei 10,5 cm gefalzt. Dann brauche ich für innen ein Stückchen Farbkarton in Flüsterweiß. In den Maßen 9,9 x 14,2. Das gleiche in Zimtbraun 9,9 x 14,2. Und ein Stückchen Designerpapier in den Maßen 9,6 x 13,9. Damit fangen wir auch an, dass wir das Designerpapier gleich mal hier auf die Mattung aufkleben. Da bleibt dann nur so ein ganz kleiner Rand an allen vier Seiten übrig. Und das machen wir jetzt mal mit unserem neuen Klebemittel. Wir haben jetzt im neuen Katalog zwei neue Klebemittel. Das ist einmal das Stampin-Seal und das Stampin-Seal Plus. Der ist richtig fest, also der eignet sich auch für Verpackungen. Und aber für Karten langt die normale Version. Und es ist eben wieder wie der alte Snail. Funktioniert genauso. Und damit klebe ich mir jetzt einmal das Designerpapier hier auf meine Mattung auf. Muss man jetzt halt schauen, dass man schön mittig ist. Mit dem Flüssigkleber kann ich ja immer noch verschieben. Das geht mit dieser Art von Kleber natürlich nicht. So, dann geht es an die Verzierung. Ich habe mir schon mal die ganzen Elemente ausgestanzt. Gearbeitet habe ich ja mit dem Stempelset Wunderbare Welt, wobei ich da jetzt nur den Spruch verwendet habe. Ansonsten habe ich außer innen habe ich noch gestempelt, aber ansonsten habe ich bei der Karte nur ausgestanzt und zwar mit den passenden Stanzformen Globus. Einmal hier eben die eine Seite der Welt, ist egal welche. Dann diesen Globus Ständer, den habe ich jetzt hier einmal in Espresso ausgestanzt. Die Weltkugel in der Messingfolie und als Hintergrund hat sie diesen Kreis hier dabei. Den möchte ich jetzt mal in Abendblau ausprobieren. Genau, und dann habe ich noch dieses Geschnörkel hier. Das habe ich ja hier immer noch mal mit aufgeklebt. Das habe ich mir jetzt auch schon mal ausgestanzt in Messing und in Espresso. Da muss ich dann einfach mal schauen, was mir dann besser gefällt. Hier. Genau, dann geht es ans Zusammenbauen. Die Weltkugel wird jetzt einmal schon mal hier aufgeklebt. Das geht
noch relativ gut mit dem Tombow, weil man da so ein paar größere Flächen hat. Ich nehme dann einfach noch so ein paar Eckpunkte dazu, wo ich noch ein bisschen Kleber aufbringen kann. Und ansonsten reicht es ja auch. So. Und dann kann das schon mal hier aufgeklebt werden. Ich möchte das Band wieder so anbringen, dass es über den Globus geht. Deswegen kann ich den Globus jetzt schon mal zuerst aufkleben. Ich schaue jetzt mal, wo ich ihn ungefähr haben möchte. Oben zum Designerpapier mache ich so 2 mm Abstand und links zum Rand so 1 cm etwa. Und so fange ich jetzt mal an, dass ich mir einmal die Weltkugel aufklebe. So. Und dann kann dieser Globusständer noch mit aufgeklebt werden. So. Dann habe ich mir im Hintergrund hier so ein Stückchen Farbkarton geprägt mit dem neuen Prägefolder Antikes Papier. Der macht ja diese schöne antike Struktur rein. Ich habe hier schon mal ein Stückchen vorbereitet, jetzt in Espresso. Und da reiße ich mir jetzt einfach so ein Stückchen zurecht. Also ich reiße einfach alle Seiten so ein bisschen ab, damit ich hier eben so einen schönen rustikalen Look bekomme. So ungefähr. Und werde mir das dann hier mit aufkleben. So, da kommt dann dieses Etikett mit drauf. Das mache ich jetzt dann, da ich ja das Hintergrundpapier jetzt in Espresso gemacht habe, mache ich jetzt hier dieses Etikett in Savanne. Und zwar habe ich das gemacht mit unserer neuen Stanze, allerlei oder allerliebste Anhänger. Und dann nehme ich einmal hier diesen mit der relativ geraden Kante und schiebe mir jetzt einen Streifen in Savanne in die breiteste Führungsschiene ein. Das heißt, es ist ein 1 Inch dicker Streifen. Den schiebe ich durch bis hinten. Und dann ist immer gut, wenn man hinten einfach mal schaut, dass man wirklich mittig ist. Weil die Führungsschiene, die ist natürlich nur hier vorne. Hinten ist dann keine Führungsschiene mehr. Und dann kann es natürlich doch sein, dass man ein bisschen schräg reinkommt. Deswegen am besten immer hinten schauen. Bin ich wirklich gerade drin mit meinem Papierstreifen? Und dann einmal ausstanzen. Dann habe ich eben schon die eine Seite fertig. Das kleine Schnipselchen, das wir jetzt weggestanzt haben, das heben wir uns mal auf. Das brauchen wir nachher als Hilfslinie. So, bevor ich da jetzt die zweite Seite ausstanze, brauche ich ja erstmal meinen Spruch. Dazu brauche ich einen Streifen in Flüsterweiß in einem 3/4 Inch Breite, weil das dann eben die nächste kleinere Führungsschiene hier in meiner Handstanze ist. Ein 3/4 Inch, das sind 1,9 cm. Ein Streifen abschneiden. Und dann auch hier einmal die erste Seite schon mal ausstanzen. Auch hier wieder schauen, dass wir mittig sind. Ausstanzen und auch hier das kleine Schnipselchen erstmal aufheben. Und hier wird jetzt gestempelt. Ich werde den Spruch jetzt mal in Abendblau stempeln, weil hier ja jetzt das Blau in der Weltkugel drin vorkommt. Und damit das Blau eben nochmal mit aufgenommen wird. Ist immer blöd, wenn nur ein farbiger Fleck drin ist. Ich finde, die Farbe sollte dann immer an der zweiten Stelle zumindest nochmal vorkommen. Deswegen werde ich jetzt den Spruch in Abendblau stempeln. Ich habe da einfach den Spruch aus dem Stempelset, das Abenteuer beginnt. Könnt es natürlich auch einen Geburtstagsspruch nehmen, wenn es eine Geburtstagskarte geben soll. Und dann wird es einmal hier aufgestempelt. Ich gehe jetzt relativ weit an den rechten Rand.
So. Und jetzt kann ich mir nämlich die zweite Seite ausstanzen, indem ich jetzt mir hier mein Schnipselchen von vorhin nehme, weil ich weiß, dass ich genau so viel nachher wieder, also wieder ausstanzen werde. Das heißt, ich lege mir das jetzt so hin, wie ich mein Etikett gerne hätte. Also ich möchte jetzt hier noch so diesen halben Zentimeter eben Etikett haben und machen wir jetzt hier eine Markierung hin, wo ich meinen Streifen abschneiden muss. Und wenn ich ihn dann ganz nach hinten einschiebe in die Stanze, dann habe ich eben den Abstand hier noch, den ich mir gerade hingehoben habe, wie ich es also gern hätte. Also ich schiebe es ganz nach hinten durch. Hier jetzt eben auch wieder besonders darauf achten, dass wir mittig von dem Etikett sind. Einmal ausstanzen und unser Etikett in individueller Länge ist fertig. Genauso mache ich das jetzt hier mit der Mattung des Etiketts. Ich lege mir das also so auf mein savannefarbenes Etikett drauf, wie ich den Rand gerne hätte. Ich nehme auch hier mein ausgestanztes Reststück, lasse jetzt hier den gleichen breiten Rand stehen, wie ich ihn hier drüben habe. Und habe jetzt eben hier meine Markierung, wo ich meinen Streifen kürzen muss, damit er dann exakt die Länge hat, die er haben soll. Auch jetzt wieder ganz nach hinten durchschieben. Schauen, dass wir schön mittig sind. Ausstanzen. Und fertig. So, und jetzt passt es eben schön mit überall gleichem Abstand hier drauf. Die Mattung von dem Etikett, die klebe ich mir jetzt auch schon mal hier auf, weil ich dann über die Mattung hier noch das Band laufen lassen will und erst der bestempelte Spruch dann eben übers Band kommt. Auch das mache ich wieder mit Tombow. Ich muss jetzt schauen, dass ich schön parallel hier zum Farbkarton bin. So. Und jetzt kommt unser Band. Jetzt müssen wir entweder eben das Zimtfarbene, wie ich es bei der Karte gemacht habe, oder mal das Espressofarbene hinheben. Ja, also ich denke, wer jetzt das Zimtfarbene nicht hat, weil in meinem Produktpäckchen wäre ja nur dieses drin. Ich fände es auch nicht schlecht, aber wenn ich das zur Wahl habe, nehme ich glaube doch lieber das hier. Das macht es ein bisschen freundlicher. Und werde jetzt hier von unseren Eck- und Schiebeakzenten einmal so eine Schnalle hier eben mir jetzt einfädeln in mein Geschenkband. Auch hier in die In-Color-Bänder passt es wunderbar von der Breite herein. Und werde das Band jetzt eben so aufkleben, dass ich die Schnalle hier links vom Globus habe und hier einmal eben mittig über dieses Etikett drüber gehe. Dann jeweils rechts und links so 2 cm hinten um die Karte schlagen. So, dazu brauche ich jetzt doppelseitiges Klebeband. Ich habe hier so extra stark klebendes. Dann machen wir das jetzt einmal über die komplette Rückseite von meinem Geschenkband. Und klebe mir das jetzt einmal hier über die Karte. So, jetzt eben schauen, dass wir mittig von diesem Etikett sind. So. Und dann kann ich es einmal nach hinten umklappen. Das Klebeband habe ich ja bis zum Rand gemacht, das heißt, es klebt hier schön
auf der Rückseite fest. Drücke es nochmal ein bisschen an, dass sich es auch wirklich nicht löst. So. Und damit kann das jetzt hier auf die Grundkarte drauf. Das mache ich mit Abstandspads, mit unseren Dimensionals. Und klebe mir das jetzt hier eben überall mit gleichem Abstand auf die Grundkarte auf. So. Dann fehlt noch unser Spruch. Auch der kommt jetzt mit zwei Dimensionals hier auf unser Etikett. Und zum Schluss noch hier dieses Geschnörkel. Muss ich mal schauen. Ich glaube, ich nehme trotzdem das Messingfarbene. Es ist ja, soll eine männliche Karte sein und da braucht man ja nicht so viel Geschnörkel. Von dem her finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn es hier relativ untergeht. Aber hier auf dem braunen ist eben doch nochmal ein Geschnörkel drauf. So werde ich mir das jetzt hier ankleben. Das mache ich mit unserem Präzisionskleber. Der hat ja diese ganz dünne Spitze, womit man eben auch so ganz filigrane Sachen aufkleben kann. Leider ist er momentan nicht lieferbar, weil er immer noch am Zoll festhängt. Aber ich denke, in den nächsten Wochen sollte er endlich freigegeben werden und ist dann auch wieder bestellbar. Und für so filigrane Sachen ist er eben echt toll. Er hat ja diese Metallspitze hier und hier auch so einen kleinen Metallstab, den ich dann immer gleich wieder in die Spitze einschiebe, sodass die gar nicht erst verkleben kann. So, der braucht immer ein bisschen, bis er anzieht. Also einfach ein bisschen andrücken, loslassen und trocknen lassen. Wenn man jetzt rumschiebt, kann man es noch verschieben. Deswegen einfach alleine ein bisschen trocknen lassen und dann hebt es perfekt. Jetzt stempeln wir uns noch unser Innenteil. Dazu habe ich einfach die Feder und das Tintenfässchen genommen und stempel das einmal in Espresso innen auf die Karte. Machen wir das Tintenfässchen hier rechts unten ins Eck. Und upsala, die Feder dann einmal so drauf, als würde sie quasi im Tintenfass stehen. So. Und dann kann ich die Innenkarte hier einkleben, kurz trocknen lassen. Das mache ich wieder mit unserem neuen Kleber. So, jetzt habe ich hier ein ganz kleines bisschen den Stempelabdruck verwischt, da sollte man einfach doch ein bisschen länger warten. Und damit ist unsere Karte fertig. Ich finde es eigentlich auch mit dem Blau echt schön. Hier hatte ich es ja in zimtfarbenem Hintergrund, es geht auch ein bisschen unter. Ich glaube, da gefällt mir jetzt die blaue Variante besser. So, und so könnt ihr eben spielen mit den ganzen Designerpapieren, mit verschiedenen Farben, verschiedenen Bändern. Und trotzdem hat man recht schnell eine schöne, wie ich finde, männliche Karte oder auch eben für Leute, die verreisen, eine wunderschöne Grußkarte fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!
make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und gerne auch einen Kommentar. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!